Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Rückkehr. Ja, wir haben die Mission des Hüters, Demos war das, meine ich, erledigt. Und jetzt können wir zurück zu Abegin, um uns den nächsten Hüter anzukündigen, wo dieser denn auftauchen wird. Ring der Schnelligkeit. Und ich würde sagen, da wir jetzt diesen Ring haben, der uns heilt, können wir auch ein paar Monster schnetzeln. Ein paar im Minental. Denn wir haben den goldenen Heiligen, wir haben genug Mana im Moment. Und wir hatten in der letzten Folge, Orks, die keinen Volltreffer nehmen wollten. Und tote Orks. Boah, hat mich das angekotzt, ey. Ja. Aber das ist nicht so wichtig. Wir machen jetzt hier weiter. Bei Abegin. Der sagt uns dann den nächsten Feuerhüter, wo wir den finden. Hoffe ich. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo der ist. Ich weiß, wo ein Wasserhüter ist. Und wo ein... Oh, hör auf zu laggen. Und wo ein... Wo der letzte Hüter ist. Warum gammelt ihr eigentlich hier rum, wenn... Moment, bevor ich da reingehe, erstmal mit Abegin reden. Abegin, da bist du ja. Sage mir, was du siehst. Ich bin bereit. Suche, was dir Seelenheil bringt, und du wirst belohnt werden. Mehr kann ich nicht sehen. Ich hoffe, das war ausreichend und du warst. Ah ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur eine Vermutung. Seelenheil könnte das Kloster sein. Das habe ich so als Vermutung. Ach ja, warum musste ich Cassia töten? Mit ihrem super Ausschnitt. Nee, da ist keine Belia-Statue. Dann einmal hier. Wir haben doch einen neuen Tag, oder? Ja. Belia. Beten. Drei. Das Opfer zum Dank für deine Gaben. So. Ich frage mich, wann wir bei Belia endlich das Mora Ulatu aktivieren können. Ach ja. Ich bin am überlegen, was wir machen. Also im Minental ausräuchern. Sollen wir erstmal die Schürfstellen machen und die ganzen Orks beseitigen? Das wäre nämlich eine prima Idee. Zumindest es versuchen. Gibt natürlich die Ja, die Paladine. Paladine werden gar nichts machen. Wenn sie so weitermachen, werden sie den Krieg noch verlieren. Das muss man sich mal vorstellen. So ein Held macht für die Paladine einfach alles. In der Zeit hätten die Erzwaffen schon längst aus dem Minental holen können. Also Lord Hagen hätte schon längst im Minental aufbrechen können. Das ganze Erz abholen. Weil ist ja nicht ungewöhnlich, dass die Paladine jetzt schon mehr als 100 Tage weg sind im Minental. Und noch kein einziger Paladin zu denen gekommen ist. Ist ja komisch. Gut, ich denke mal zum Kloster müssen wir. Das denke ich einfach.
Ich hoffe, da bin ich richtig, weil wenn nicht, habe ich ein Problem, dann weiß ich nämlich nicht, wo ich hin muss. Aber ich schätze mal, dass ein Hüter des Feuers, also ein Hüter Innos, schon sehr nah am Kloster sein kann. Nur was das für eine Prüfung ist, da habe ich gar keine Ahnung. Doch, ich weiß was. Halt, Sterblicher. Bleib stehen. Wer bist du? Vor dir steht Pharion, der letzte Wächter des Heiligen Feuers und dritte Hüter der Heiligen Hallen von Vakhian. Wenn das so ist, dann ist die Zeit wohl reif für meine nächste Prüfung, nicht wahr? Du bist sehr scharfsinnig, Sterblicher. Genau aus diesem Grund bin ich hier erschienen. Du erhältst nun die einmalige Chance, mir zu beweisen, dass du würdig bist, ein Adept unseres Kreises zu sein. Laut den Worten der anderen Hüter, deren Prüfungen du bereits absolviert hast, scheint dies zweifellos dein Schicksal zu sein. Aber ich sehe bisher nur einen schwachen Menschen vor mir, der noch längst nicht in der Lage ist, dem Schatten des Bösen zu widerstehen, welcher bereits die Welt verhüllt. Nun, dann werde ich mich wohl bemühen müssen, deine Meinung schleunigst zu ändern. Das schaffst du nur, wenn du den Test bestehst, den ich für dich vorbereitet habe. Kein Problem. Und sei dir mal nicht zu sicher, er wird nicht leicht ausfallen. Doch. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Wenn das so ist, dann sag mir, bist du bereit dafür? Ja. Aber sicher. Errettung durch den Tod. Ja, okay, ist die Quest. Du hast ein vorlautes Mundwerk, Sterblicher. Mal ja. Sehen, ob dir das weiterhelfen wird. Hör gut zu. Ja, Meister. Du weißt wahrscheinlich schon, dass das heilige Element des Feuers sowohl Leben als auch Tod schenken kann. In diesem Fall hat das Feuer den Tod gewählt. Was soll das heißen? Das heißt, dass du mir als göttliches Werkzeug dienen und dem Altar des Schicksals einen Sterblichen als Opfer darbringen wirst. Das bedeutet also, dass ich jemanden töten muss? Nicht einfach jemanden, sondern denjenigen, den ich für dich bestimme. Zudem ist er einem gewöhnlichen Menschen nicht wirklich ähnlich. Und wer ist er? Er ist ein Streiter Innos und ein treuer Diener seines Herrn. Ein Paladin also? Ich sehe, dass du ein wenig überrascht bist. Dennoch wirst du es tun müssen, wenn du meine Prüfung bestehen willst. Ja, Meister, ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Schön, dass du es so siehst. Und damit du nicht länger an der Richtigkeit deiner kommenden Taten zweifelst, werde ich dir den Grund erklären, warum es unbedingt getan werden muss. Das wäre nicht schlecht, denn ein Mord an einem Paladin sollte schon sehr schwerwiegende Gründe haben. Mach dir keine Sorgen, es gibt in der Tat solch einen Grund. Und der wäre? Infolge bestimmter Umstände ist mir zu Ohren gekommen, dass der Paladin, dessen Leben geopfert werden soll, nach seinem Tod einem Verwandlungsritual unterzogen werden soll. Weißt du, was das bedeutet? Nicht wirklich. Es ist ganz einfach. Ihm wird das Schicksal gewährt, ein Schattenlord, und demzufolge ein treuer Diener des dunklen Gottes zu werden. Ein Schattenlord? Wer soll das sein? Die Schattenlords sind die Generäle der Armee Belial Akzent Gravis S. Es sind mächtige Kreaturen mit ungeheurer Kraft. Sie werden von unbändigem Durst getrieben, alles Lebende zu vernichten. Sie führen ihre untoten Legionen im Namen ihres Herrn in den Kampf, um diese Welt für immer in Finsternis zu hüllen. Deshalb ist es so wichtig, dass du meine Prüfung bestehst und das Böse noch vor seiner Entstehung vernichtest. Gut, Meister, jetzt wird mir alles klar. Und wie heißt dieser Paladin? Sein Name ist Sergio. Du findest ihn im Kloster der Feuermagier. Er versucht dort verzweifelt seine Seele zu retten, indem er seine freie Zeit im Gebet verbringt. Doch es wird ihm nicht mehr helfen, sein Schicksal ist vorherbestimmt. Also mach dich nun auf den Weg,
Finde diesen Mann und befreie ein für allemal seine Seele. Klar. Ich werde hier auf dich warten. Nun geh. Jo, Errettung durch den Tod. Der Hüter Pharion trug mir meine nächste Prüfung auf. Dieses Mal werde ich einen gewöhnlichen Mordauftrag verrichten müssen, jedoch für ein lobenswertes Ziel. Die Person, die durch meine Hand fallen soll, ist ein Paladin namens Sergio. Die Sache sieht so aus, dass seine Seele nach seinem Tod einem Verwandlungsritual unterzogen werden soll, wodurch der Streiter des Lichts zu einem Schattenlord bekehrt wird, einem mächtigen Wesen der Finsternis und treuen Diener des dunklen Herrschers. Deshalb ist es unbedingt notwendig, das Böse noch vor seiner Entstehung zu vernichten. Ich werde Sergio im Kloster der Feuermagier finden können, wo er seine freie Zeit im Gebet zu Innos verbringt, da er versucht, seine Seele vor dem grausamen Schicksal zu retten. Und dafür brauche ich einmal davon eine. Das kann ich ausziehen. Und dann gehen wir direkt zum Kloster, weil wir sind ja ohnehin schon dort. So, wir wissen ja, wo sich Sergio aufhält. Und zwar hier links in der Kammer. Oder auch nicht. Das sieht komisch aus. Was suchst du hier? Geh! Ach, fick dich. Na bitte, geht doch. Ja, ja. Hey. Nö. Hey. Der hat auch keine Ahnung. Hey, du. Wie viel Uhr haben wir denn? Eine Stunde muss ich also noch pennen. Dann mache ich das mal eben. Bis zum Morgen. Wo ist jetzt der Feuermagier? Da. Warte mal. Mit dir will ich reden. Wo ist der Paladin Sergio? Hier wirst du ihn nicht finden, mein Sohn. Vor kurzem hat er sich entschieden, unser Kloster zu verlassen. Aber warum? Ich weiß nicht. Er sagte nur, dass er allein sein muss. Übrigens kam es mir so vor, als wäre er von irgendetwas stark beunruhigt. Hoffentlich ist mit ihm alles in Ordnung. Verstehe. Und wohin ist er gegangen? Das ist mir nicht bekannt. Gut, ich danke dir dafür. Gut. Wie sich herausstellte, hat Paladin Sergio vor kurzem das Kloster verlassen, aber wohin er ging, weiß niemand. Übrigens war er nach Marduks Worten von irgendwas stark beunruhigt. Ja, wir wissen ganz genau von was er stark beunruhigt ist. Oder war, oder ist, oder... Ne? So. Ich dachte jetzt, da würde ein Suchender stehen, ey. Das ist so krass, wenn die da stehen, ey. So, vielleicht weiß er was. Iskarot? Nö. Okay. Ich weiß aber, wo der ist. Von daher. Einmal hierhin. Und einmal den. Jetzt müssen wir den suchen. Ich weiß natürlich, wo er zu finden ist.
Schließlich habe ich das alles hier schon mal gemacht. Es gibt noch einen Ort, wo... Ja. Einen heiligen Ort Innos, sage ich es mal so. Wo man noch hingehen kann. Hey. Der hat nichts Neues. Rasir wird da auch nur rumstehen und nichts machen. Ist das überhaupt Rasir oder ist das Anton? Einer von beiden. Ich meine, Anton wäre das. Nicht Rasir. Gut. Der Pfad des Gläubigen. Einmal hier entlang und in die Höhle. Und dann zum Innos geweihten Ort. Innos geweiht. Und da steht er. So, einmal abspeichern, bevor er uns hier ansprechen will. Was machst du hier? Verschwinde sofort von hier. Warum denn das? Weil ich hier in der Einsamkeit verweilen möchte. Und mit deiner Anwesenheit störst du mich. Und überhaupt, warum bist du hergekommen? Ich gedenke, dir zu helfen. Mir kann niemand mehr helfen. Mein Schicksal ist vorherbestimmt. Und selbst der Tod kann es nicht ändern. Da irrst du dich. Nur der Tod kann deine Leiden erleichtern. Was? Woher weißt du, was kann und was nicht? Glaub mir, ich weiß es. Und ich weiß auch, was dich nach deinem Tod erwartet. Wovon redest du da? Hör auf, du weißt selber sehr gut, was ich meine. Du wirst nach deinem Tod zu einem Schattenlord, und das ist erst der Anfang des Albtraums, der dich erwartet. Ist doch so, oder? Nun, da hast du wirklich recht. Jedoch wird sich in jedem Fall kaum etwas ändern. Die Kraft der Finsternis hat sich meiner schon beinahe vollständig bemächtigt. Und ich habe nicht mehr die Kraft, ihr zu widerstehen. Bald werde ich in der Welt der Schatten meinen Platz einnehmen, wie es vom Schicksal vorher bestimmt ist. Und du kannst es nicht aufhalten. Das werden wir gleich erfahren. Ha, ha, ha. Du dummer Mensch. Du hast offenbar keine Ahnung davon, welche Kräfte du herauszufordern gewagt hast. Doch, doch. Aber sei versichert, du wirst deine Chance erhalten. Ihren ganzen Zorn an deinem eigenen Leib zu verspüren. Lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Dann stirb. Arg. Yo! Wir kämpfen gegen Sergio. Oh fuck. Das war ein Satz mit X. Also nochmal. Was machst du hier? Verschwinde sofort von hier. Warum denn das? Weil ich hier in der Einsamkeit verweilen möchte. Und mit deiner Anwesenheit störst du mich. Und überhaupt, warum bist du hergekommen? Ich gedenke, dir zu helfen. Mir kann niemand mehr helfen? Da erst du... Was? Hör auf. Du wirst nach deinem... Ist doch... Bald... Das wird... Ha, aber... Lassen... Dann... So, einmal Quicksave. Ah, fuck. Frag mich, welches Schwert länger ist, seins oder meins? Mach das bitte nicht nochmal, Held. Na, natürlich läuft er rein. Natürlich laufe ich da voll rein.
Na los, den kriege ich hin. Warum kämpft ihr überhaupt gegen mich? Das verstehe ich nicht. Jetzt reicht's, jetzt nehme ich Magie. Hab keinen Bock mehr. Du kannst dich auch bewegen, Held. So geht das doch alles viel, viel einfacher. Oh fuck! Oh fuck! Ich dachte, da kommen mehr Skelette. Oder war das woanders? Stirb! Ah. Einen schönen Kronstöcke und 1000 Gold. Ordensschwert. Oh Gott. Leute. Das war ein bisschen zu knapp. Genau. Jetzt können wir den Ring mal ausprobieren. Der schnellen Erholung. So. Dann Ring der Schnelligkeit. Das kommt weg. Dann können wir die nehmen. Yeah. Und dann gehen wir mal eben zurück zum Kloster. So, wie oft bin ich jetzt gestorben? 3-mal, ne? Meine ich. 2 und bleibt der eine im Stein hängen? Ich fass das nicht. 3-mal. Haben wir 325 Tode insgesamt. Und ich habe so das Gefühl, keiner will eine Spezialfolge mit mir machen. Keiner hat Lust auf eine Spezialfolge. Denn keiner will tippen, wie oft ich sterbe. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Vor allen Dingen, der Tipp muss ja nicht mehr haargenau sein. Der muss nur nah dran sein und dann der am dichtesten dran ist. Also halt der am dichtesten dran ist, kann eine Folge mit mir gewinnen. Gewinnen. Verlieren, sagen wir es mal so. So. Du brauchst nichts zu sagen. Danke. Ich weiß bereits, dass du meinen Auftrag erfolgreich ausgeführt hast. Danke. Möglicherweise quälen dich wegen dieser Tat noch immer Gewissensbisse, aber glaube mir, du hast richtig gehandelt. Außerdem hast du dadurch gleichzeitig meine Prüfung erfüllt. Und das ist auch nicht unwichtig. Also gibst du mir deine Zustimmung, Meister. So soll es sein. Du hast mich von deinen Fertigkeiten überzeugt und dir diese Ehre mit Recht verdient. Im Namen des Heiligen Feuers gebe ich dir meine Zustimmung für die Aufnahme in den Kreis der Adepten. Danke, Meister. Und nun geh. Fahre fort auf deinem Weg und suche den nächsten von uns auf. Möge dich das große Geheimnis des Feuers bei deinen Taten mit Weisheit erfüllen. Kein Problem. Das mache ich. Gut. Dann haben wir Errettung durch den Tod. Ich glaube, ich kam etwas zu spät.
Sergio ist bereits zu weit entfernt von dem, was er vorher war. Die Finsternis hat seinen Verstand bereits vollständig ergriffen. Ich denke, es ist an der Zeit, dieses Problem zu beseitigen. Ich habe Pharions Prüfung bestanden. Und Adept des Kreises der Hüter. Ich bekam von dem Hüter Pharion die Zustimmung zur Aufnahme von in den Kreis der Adepten. Das war der dritte Hüter des Feuers. Und jetzt kommen die Hüter des Wassers dran. Ja. Es gibt ein paar Dinge, die habe ich zum Beispiel jetzt persönlich geändert. In den Skripten. Und zwar, der erste Hüter ist Hüter Dargoth, den ihr begegnet. Das ist ganz normal. Der zweite Hüter ist Hüter Kelios. Kelios meine ich. Also der erste Hüter des Feuers, der mit dem Feuerritual. Der dritte Hüter ist der Hüter des Wassers. Der erste von denen. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Dann, der vierte Hüter ist wieder der Hüter der Finsternis, also der zweite. Dann wieder der zweite Hüter des Feuers, der zweite Hüter des Wassers. Dann der dritte Hüter der Finsternis, der mit den Fragen. Dann der dritte Hüter, den wir jetzt da hatten, der Pharion. Dann der letzte Hüter des Wassers. Und dann kommt der Hüter Stonners. Ich habe die Reihenfolge so ein bisschen geändert. Fand ich einfach besser, wenn die abwechselnd kam. Sage mir gut. Also höre mir. Nur jemand, der seinen Weg fortsetzt und an dessen Ende unterhalb einer Brücke gelangt, ist würdig. Mehr kann ich nicht sehen. Ich hoffe, das war ausreichend und du weißt jetzt, was zu tun ist. Unterhalb einer Brücke. Ja, wir haben nicht so viele Brücken. Er redet einfach zu viel. In Kurinus. Ich habe so zwei Vermutungen. Entweder direkt hier. Also unter der Brücke, unter der Banditen. Oder wo wir mit Laris lang gegangen sind. Unter der Brücke. Okay. Aber dann weiß ich auch, welche Quest das sein wird. Okay, hier ist nichts, also muss es die andere sein. Weil so viel haben wir ja, wie gesagt, nicht. Ich meine, es gibt sogar nur zwei in Kurinus, oder? Wie viele Brücken gibt es in Kurinus? Es gibt da noch die zum Kloster, genau. Die gibt es ja auch noch. Ja. Aber sonst die hier, wo Erol von den Banditen überfallen wurde. Dann gibt's die hier, die zum Kloster und die mit Laris. Dann würde es auch noch die eine Brücke da an dem Wasserfall geben. Ganz hinten beim Schwarzen Troll. Ich meine, das wäre auch nur eine. Aber sonst... Ja, die hier. Die neu hinzugefügte. Ah, ich rede jetzt von den alten. Jo! Ich grüße dich, Wanderer. Sicherlich muss ich dir nicht erklären, wer ich bin. Ich glaube, das verstehst du selbst schon ganz gut. Du bist ein Wächter? Ja. Hüter. Recht. Nicht ich Wächter. Bin Wächter Garda. Erster Wächter des Wassers und sechster Hüter der heiligen Hallen von Vakshan. Und wie ich sehe, hast du, da wir uns getroffen haben, den Großteil deines schwierigen Weges bereits bewältigt. Jetzt ist die Zeit gekommen,
den letzten Teil zu gehen, um die Aufnahme in den Kreis der Adepten abzuschließen. Bist du bereit? Ja, Meister, ich bin bereit. Gut, dann fangen wir an. Meine Prüfung wird keine geheime Absicht verbergen und auch keine Gefahr für dein Leben bedeuten. Daher wird sie dir wahrscheinlich auch nicht so schwer vorkommen wie die Aufgaben der anderen Wächter. Alles, was von dir verlangt wird, ist nur eine kleine Wallfahrt zum Tal der Erbauer, welches sich in den nordöstlichen Gebieten dieser Insel befindet. Ah. Man nennt diesen Ort auch Jagendar. Ich glaube, du warst dort schon mehrfach, und ich möchte dich bitten, noch einmal dorthin zu gehen. Aber dieses Mal wirst du nicht ohne Grund dorthin gehen. Du musst in dieses Tal einige magische Artefakte bringen, die ich dir jetzt übergeben werde. Hier, nimm sie. Ist es nicht gefährlich? Fürchte dich nicht. Die Magie dieser Gegenstände ist nicht in der Lage, irgendjemanden auch nur den geringsten Schaden zuzufügen. Nur Adanos. Sie kann helfen, diesem heiligen Ort seine frühere Erhabenheit und seine verlorene Kraft zurückzugeben. Ja, ja. Gut, aber wie genau soll ich diese Artefakte verwenden, Meister? Es ist ganz einfach. Wie du bestimmt schon weißt, befinden sich in Jagendar einige verfallene Tempel, genau genommen sind es 5. Einst hat das alte Volk sie erbaut, um ihre magischen Rituale dort durchzuführen. Und es hat den Anschein, dass diese Ruinen kein besonderes Interesse mehr erwecken. Natürlich nur, wenn man eine Sache nicht weiß. Was genau für eine Sache? Jene, dass die Standorte dieser Bauten von ihren Erbauern bei weitem nicht ohne Grund gewählt wurden. Das heißt? Jeder dieser Orte verfügt über eine unsichtbare energetische Aura, welche die Wirkung einer jeden magischen Substanz um ein Hundertfaches zu verstärken vermag. Unter anderem betrifft es die Magie der von mir erhaltenen Gegenstände. So wie es aussieht, habe ich das wirklich nicht gewusst. Und ich bin davon nicht überrascht. Von diesem Geheimnis wissen nicht viel. Folglich ist alles, was du machen musst, einfach eines der bei dir befindlichen Artefakte auf den Altar jedes Tempels zu legen. Das ist alles. Mehr wird von dir nicht verlangt werden. Ich glaube, jetzt siehst du selbst, dass meine Aufgabe nichts Schwieriges beinhaltet. Genau, so wie du es gesagt hast. Erledige all das, was ich dir gesagt habe, und du wirst deine Prüfung bestehen. Und natürlich bekommst du dann meine Zustimmung für die Aufnahme in unseren Kreis. Ich habe alles verstanden, Meister. Gut. Ich bin mir sicher, dir wird es keine Schwierigkeiten bereiten. Und jetzt geheftet möge das Wasser dir die Kraft für deine Taten geben. Nein, natürlich nicht. Ja, ja. Also das kann ich sagen, dass das eine große Lüge ist. Diese 5 magischen Artefakte helfen nicht wieder der Stadt zum alten Glanz, sondern sind A, zu einem ein Zeichen für die Orks, weil im Laufe der Story werden wir noch erfahren, dass die Orks nicht für Belia, sondern für die Hüter arbeiten. Und das ist die eine Sache, dass dass sie die Insel, ja, finden können. Jagendar finden können, die Orks, quasi so ein Zeichen für die. Und zu einem, dass der göttliche Schutz, Adanos, der über diese Insel wacht, oder über diese Welt quasi wacht, und halt Jagendar ist ein kleiner Teil davon, dass dieser Schutz aufgehoben wird, zerbricht. Damit wird Adanos Macht geschwächt. Wir haben Belias Macht geschwächt, wir haben Innos Macht geschwächt. Und jetzt werden wir Adanos Macht schwächen. Das ist das so.
die nächste Aufgabe dann nicht, die schwächt dann nicht. Die ist dann nur eine Hilfe für die nächste Aufgabe, die Adanos auch schwächen wird, den Geist des Wassers. So, einmal speichern. Und ohne Speedring. Ring. Ohne Speedring. Speedring rüber. Yo, da wären wir. Jetzt kann ich den Speedring wieder anziehen. Und wieder nochmal speichern. Und jetzt können wir die Tempel abgehen. Viele sind es nicht. Und es sollten auch keine Monster mehr da sein. Hoffe ich. Hoffe ich jetzt wirklich. Ich sollte theoretisch ganz einfach hier rüber spazieren können. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum die Orks hier waren, in der Bibliothek. Wir sollten für die Hüter, die Bibliothek im Auge behalten. Und dann später dort diesen magischen Fokus einsetzen. Ich kann euch die mal zeigen, das sind die. Geister der Vorfahren. So, jetzt muss ich nur wissen, rechts oder links runter, ich weiß das nämlich nie. Ich meine aber hier. Nein, okay. Okay, hier bin ich falsch. Mal wieder. An die andere Tür. Jedes Mal verlaufe ich mich hier. Ich will in eine Richtung und ich laufe genau in die andere. Da nicht und hier. Altar der Ältesten. Ach ja, die Wallfahrt habe ich noch gar nicht gelesen. Die nächste Prüfung hat mir der Wächter des Wassers Garda aufgetragen. Ich werde eine Wallfahrt zum Teil der Erbauer unternehmen müssen, Jakinda, wo ich auf die Altäre der zerstörenden Tempel des alten Volkes 5 Artefakte legen soll, die mir der Wächter gegeben hat, Hüter gegeben hat. Nach seinen Worten hilft die Magie dieser Gegenstände diesem Ort, seine Kraft und seine frühere Pracht zurückerlangen. Ich habe den magischen Stein auf den Altar in der Bibliothek der Gelehrten niedergelegt. Gut, jetzt haben wir noch 4 weitere. Die können wir auch noch weglegen. Ja. Sehr schön. Jetzt machen wir die anderen 2 kleinen Tempel, wo die Minecrawler und Untoten waren. Das ist echt kein schwerer Auftrag. Vor allen Dingen, wenn du den Speedring hast, dann kriegst du das auch noch schnell geschafft. Und hast so eine Prüfung leicht bestanden. Naja, gehen wir hier runter. Ja, ihr fragt euch sicher, warum die Hüter den Helden denn dann als Hüter haben wollen. Die wollen den Helden einfach im Auge behalten. Und ja, möchten den dann einfach. Der ist für die eine Bedrohung, der Held. Und so möchten die den einfach. Okay, da lag noch ein Minecrawler. Und so möchten die den einfach halt im Auge behalten und
Auge behalten und dafür sorgen, dass der nicht den Plänen, dass er die Pläne nicht durchkreuzt. Und das mit den Prüfungen, das machen die, damit der Held schön für die Aufträge ausführt und die Götter schwächt. Innos, Adanos und Belia. Und der Held, der ist natürlich total ahnungslos, sieht nur Macht, Macht, Macht. Und ich komme mit den. Das ist schön für dich, dass du klarkommst. Und noch was? Was wollte ich jetzt sagen? Ja. Völlig ahnungslos, der Held. Sieht nur Macht, Macht, Macht. Und zerstört einfach so die Götter. Oder hilft den Hüter dabei, die Götter zu zerstören. Ja. Naja. Nee, ich spring da jetzt nicht runter. Ist keine gute Idee. Können immer noch keine Akrobatik, okay. Da dürften jetzt auch keine Viecher mehr drin sein. Die Wallfahrt. Gut, jetzt haben wir noch zwei Fokussteine. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir wieder eine leichte Quest. Müssen wir nämlich nur einen Ring suchen. Und danach die Quest, die wird anstrengend. Da kann ich euch jetzt schon verraten, das wird mit der Minental-Säuberungsaktion passieren. Und Aufsuchen der Schürfstellen etc. Ist das eigentlich hier schneller als mit dem Teleporter? Als wenn ich jetzt hier zum Teleporter gehe? Ich meine schon, dass das schneller wäre. Eben hier hochflitzen, anstatt zu dem Teleporter zu rennen. Könnte aber auch gleich sein. Ich denke mal, das wäre gleich. Tut sich beides nichts. So, nun zu dem Haus im Sumpf. Dürften auch keine neuen Viecher sein. Ich habe hier erst letztens alles ausgeräuchert. Es ist jetzt ungefähr 100 Parts her, habe ich so das Gefühl. Denke ich jedenfalls. 100 Parts, 30 Parts, Entschuldigung. So 30, 40 Parts müsste das jetzt her sein. Gut, das hätten wir. Dann zurück zum Teleporter, Banditenrüstung an. Und auf zum letzten Tempel. Wie ihr seht, eine ganz einfache Mission. Gut, einmal die Rüstung wechseln. Einen Fokusstein haben wir noch. Ein Apfeltaber haben wir auch noch. Zum Banditenlager. Dann eben hier hoch. Und da ganz hinten hin. Zum letzten Altar. So, jetzt haben wir alle. Ich habe den magischen Stein auf dem Altar der Priester niedergelegt, auf dem Altar der Totenwächter niedergelegt, im Tempel der Heiler, im Adanos-Tempel niedergelegt. Ich habe alle magischen Steine auf den Altären der Erbauer niedergelegt. Es wird Zeit, zurückzukehren. Richtig. Kehren wir zurück nach Korinnes.
Und einmal den Sprung. Hättest du besser machen können. Und einmal den Sprung. Die Robe können wir wechseln. Und dann, wie das Ganze weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Ja. Bis dahin, ciao und macht's gut.